Am vergangenen Samstag, am letzten September-Samstag, veranstaltete der SC Tegeler Forst im Tegeler Forst eine neue Veranstaltung, Run and Bike. Eine Menge Spaß, eine Menge junge Leute, ältere Leute, die alle ein bisschen Lust, Laune, Spaß am Sport haben, an Bewegung. Wir haben das erste Mal einfach ausprobiert und ich muss sagen, mein Hans, der ist grandios gelaufen. Tolle Veranstaltung, wir haben super Glück mit dem Wetter, das ist ein super Wetter heute. Also sonst hätte es wahrscheinlich nicht so Spaß gemacht, durch den Wald zu laufen bei Regen. Ja. Einfach perfekt. Toll. Der Name verrät schon einiges über das Geschehen. Laufen und Fahrradfahren und das mit nur einem Fahrrad und einem weiteren Teammitglied bedeutet, das Ganze wurde im Zweierteam bestritten. Das Gute, das Team durfte sich dabei so oft, wie es wollte, mit dem Rad abwechseln. Eine Regel gab es dennoch, beide Mitglieder durften höchstens einen Abstand von maximal 20 Metern haben, ganz nach dem Motto zusammen ins Ziel. Wir hatten zuerst überlegt, alle einen Kilometer zu wechseln. Und dann wurde uns aber geraten, so alle 200, 300 Meter sollten wir das tun. Das haben wir dann auch durchgezogen. Mein Hans, der hatte gesagt, ich soll 2 Minuten laufen, er 4 Minuten. Und so haben wir uns das ausgemacht. Aber hauptsächlich wollten wir ein bisschen Spaß haben. Es war auch gut, dass die Gruppen verteilt sind, also verteilt waren. Man hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwie eine Masse, eine Traube an Leuten, an denen man vorbei muss. Das war irgendwie ganz entspannt, wie alleine laufen gehen irgendwie im Wald. Beim Run and Bike gab es 3 verschiedene Distanzen zur Auswahl. Das Team konnte sich auf 10,5, 21 oder sogar 42 Kilometer begeben. Auch konnte das Ganze als Einzelläufer bestritten werden. Bei dieser Auswahl musste doch für jeden etwas dabei sein. Wir hatten mit 20 Teams pro Strecke nur gerechnet gehabt. Wir sind insgesamt über 115 Teams, sind sehr glücklich und sehr dankbar, dass die Leute die Veranstaltung so gut angenommen haben. Ich hatte als Helfer die Ehre, bei den Halbmarathonläufern vorne wegzufahren. Und es war für mich sehr interessant zu sehen, dass es Läufer gibt oder Run- und Biker gibt, die derart schnell sind, dass für den Radfahrer vorneweg schon quasi der Wettkampf stattgefunden hat. Alle Teilnehmer waren höchst motiviert. Diese Motivation wurde mit einer Medaille belohnt. Die ganz Schnellen bekamen auch Pokale und Urkunden, ist ja klar. Wir machen das wieder. Wir kommen nächstes Jahr wieder, ein bisschen früher im September und dann noch besser, noch schöner, noch größer hoffentlich. So, und wer jetzt noch nicht genug hat oder die Veranstaltung verpasst hat, kann gerne am 18.11., am 18. November zum Lauf in die Tropen oder zum Herbstwaldlauf am 2.12., am 2. Dezember kommen. Der SC Tegeler Forst freut sich auf euch.